Jetzt aber zu meinem Lieblingsthema. Schon vor vielen Jahren haben wir damit angefangen, Temperatursensoren in Bienenstöcke einzubauen. Das hier ist ein DS18B20. Ich habe den hier auch verwendet. Nee. Der ist ganz schick, weil den kann ich an einer langen Leitung ganz viel zusammenschalten. Der sieht aus wie ein kleiner Transistor. Der kostet 1,40 Euro und der liefert die Temperatur direkt digital. Ich zeige das gleich mal live. Hier sind nämlich drei von diesen Dingern drin, in diesem Aluröhrchen. Verbaue ich drei Stück. 1, 2, 3. Und kann damit in den Bienenstöcken, wie sie da draußen stehen, die Temperatur messen. Und das genau machen wir in diesem Bienenprojekt. Hier ist es ein Test noch mit so einer Lanze aus dem 3D-Drucker. Da teste ich gerade, ob die auch wasserfest ist. Wie sieht es dann aus? Schaut man von oben in solch einen Bienenstock rein. Dann sind da halt die Bienen, die hier zu sehen. Und hier ist der Sensor in der Mitte eingebracht und der misst das vertikale Temperaturprofil. Und in dem Forschungsprojekt wollen wir herausbekommen, ob wir damit genug Informationen über die Bienen erhalten, sodass wir diese Kiste nicht mal aufmachen müssen, um zu gucken, wie es den Bienen geht. Das tut den Bienen nämlich auch nicht gut. So, das haben wir vor. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Projekt. Das Projekt heißt Biene 4.0, Entwicklung digitaler vernetzter Sensoren für vitalere Bienen. Damit haben wir angefangen im März. Einige Schulen machen auch daran mit, mehrere Imkervereine machen mit. Naja, und da geht es im Wesentlichen darum, halt herauszubekommen, wie man das Imkern auch für Bienen-Schul-AGs einfacher machen kann. Jetzt kommt wieder etwas, typisches Wirtschaftsinformatiker-Sprech, die sogenannte Topologie. Wie sieht das Ganze aus? Und da werdet ihr dann einiges wieder erkennen, mit dem ihr vielleicht auch schon gearbeitet habt. Da werde ich gleich mal was zeigen. Was sieht man? Man sieht Folgendes, es sind größere Blöcke da. Letztendlich landen die Daten auf einem Webserver, wo wir uns die Daten einfach anschauen können, die Daten aus den Bienenstöcken. Wie kommen die da hin? Naja, die erste Überlegung ist, wenn ich einen Raspberry Pi habe und der hat WLAN, dann schicke ich einfach über den Raspberry Pi, dort oben ist er, über WLAN die Daten auf den Webserver. Das ist relativ simpel. Wenn ich diesen Raspberry allerdings irgendwo im Gelände in meine Bienen schraube, habe ich da keinen Strom und ich habe wahrscheinlich auch kein WLAN. Jetzt fangen die Probleme an. Den Strom, den regeln wir so, erstmal für den Raspberry die Campingtechnik. Das heißt, wir nehmen eine normale Autobatterie oder eine kleine Motorradbatterie, die ist dann doppelt faust groß. Eine Motorradbatterie, ein Standardregler, kostet 14 Euro beim freundlichen Chinesen und ein Solarpanel 12 Volt, 20 Watt. Wenn man jetzt mal ein bisschen rechnet, der Raspberry Pi, der braucht, naja, wenn ich den Zero nehme, braucht der 100 mA, macht bei 5 Volt ungefähr ein halbes Watt. Warum brauche ich da so ein 20 Watt Solarpanel? Das ist doch völlig überdimensioniert. Falsch, damit komme ich nicht aus. Und das haben die Experimente erst ergeben. Das heißt, die Sonne scheint hier so schlapp, dass wir ein Energiemanagement-Problem haben. Deswegen habe ich diese Kiste mitgebracht, weil da haben wir es nämlich fast gelöst. So, also Campingtechnik, 20 Watt Panel, im Sommer funktioniert das, im Winter schwächelt es etwas. 12 Volt Batterie, Raspberry Pi, hier die Sensoren in den Bienenstöcken, Daten werden per WLAN auf die Plattform übertragen, das ist einfach. Wenn wir denn irgendwo auf dem Feld sind und wir haben das alles nicht zur Verfügung, wird es etwas schwieriger. Dann muss man über Funktechnik gehen, also das gleiche, womit mein Handy Daten überträgt. Zum Beispiel kaufe ich eine SIM-Karte beim Aldi, so ein Aldi-Talk-Ding, und schraube das in meine Kiste drin. Da ist so eine Aldi-Talk-SIM-Karte drin. Und das Gerätchen kann ich kaufen, das ist ein sogenannter SIM-800L. Der ist praktisch ein Mobilfunkadapter, den ich an den Raspberry anschließen kann. Jetzt sieht das komplizierter aus. Die Daten müssen erst hier reingehen über das Mobilfunk. Die Übertragung aus dem Mobilfunknetz auf den Webserver geht mir oder minder von selber. So, noch schwieriger wird es, wenn die Mobilfunkverbindung auch nicht gut ist. Das ist im Sauerland der Fall, das ist in der Eifel der Fall, das ist in den Alpen der Fall. Was mache ich dann? Dann gehe ich über LoRaWAN. Wer hat schon mal was über LoRaWAN gehört? Wer kennt LoRaWAN? Nicht gehört? TTN, LoRaWAN. LoRaWAN, das ist so das Allerneueste, wenn wir über Internet of Things sprechen, also vernetzte Sensoren, und wir wollen Daten übertragen, dann haben wir nie viele Daten, wie zum Beispiel beim Videostreamen, haben wir viele Daten in kurzer Zeit.
Wenn wir Sensoren anschließen wollen, wie sie zum Beispiel auch in Autos verbaut sind, haben wir weniger Daten. Weniger Daten pro Zeit. Wir brauchen also eigentlich ein schlapperes Netz, aber wir müssen es überall haben und es soll nichts kosten. Und das ist LoRaWAN. Das kann LoRaWAN und zwei junge Holländer, deutlich jünger als ich, haben das erfunden. Das heißt The Things Network, TTN. Das kann man schon an vielen Stellen nutzen, man kann selber Gateways dafür aufbauen. Das möchte ich jetzt nicht erläutern, aber das lernt man hier auch im Studio. Gerade zwei Abschlussarbeiten, die genau sich mit diesem TTN beschäftigen, wie man solche Gateways aufbaut. Da muss man dann so einnehmen, also nicht hier so ein Mobilfunkding, sondern RFM95W. Den baut man hier ein, kann den mit dem Raspberry Pi gerade mal eben nicht betreiben. Dafür haben wir noch keinen Treiber, das ist alles sehr neu. Oje, was mache ich jetzt? Jetzt geht es ja gar nicht mit dem Raspberry Pi. Kein Problem, es gibt ja den Arduino, damit geht's. Der Arduino braucht auch Strom, also baue ich den Prozessor aus dem Arduino aus, das ist der ATmega 328P, der kostet 2 Euro und den kann ich alleine betreiben, es ist fast so einfach, in den Raspberry anzuschließen. Wenn man einmal eine Hürde genommen hat. Wer mit dem Arduino schon mal gearbeitet hat, wer von euch schon mal mit dem Arduino gearbeitet irgendwo? Arduino? Mit dem Arduino könnt ihr auch direkt mit dem Prozessor arbeiten. Habt sofort. Ja? Keine Hürde. Wer es ein bisschen cooler haben will, kauft den sogenannten ESP32, kostet 8 Euro, also auch noch so ein Taschengeldniveau. Der hat einen leistungsfähigen Prozessor, der hat auch sogar eine Kamera mit drauf. Ja? Dann werde ich jetzt meine Mistkästen, werde ich jetzt den Raspberry rauswerfen und die ESP32 reinhängen, weil der ein bisschen weniger Strom braucht. So, das ist also das ganze System, wie wir denn die Daten hinbekommen. So, da oben habe ich ja schon gesagt, wir haben ein Problem irgendwie mit dem Strom. Was ist das jetzt hier? Das ist ein 5-Watt-Panel, also viel zu klein, viel zu schlapp. Es hat nur 6 Volt. Ich habe einen 6 Volt Bleiakku da drin. Den kann ich ohne Laderegelung direkt laden, das hält er aus. Das tut er auch. Der Trick ist jetzt, da der Raspberry ja Strom braucht, ich nehme einen kleinen anderen Mikroprozessor, der kostet 80 Cent, und mit dem schalte ich den Raspberry nur alle 10 Minuten ein und schalte ihn nach 2 Minuten wieder aus. Bis dahin hat er seine Daten übertragen. Das ist das, was diese Kiste macht. Sie macht es leider seit 2 Tagen nicht mehr, nachdem sie es 1,5 Jahre gemacht hat. Das heißt, an meinem Liegenstand habe ich die jetzt abrotiert. Die sind schon ein bisschen Wetter abgejagt, wie man sieht. Ich musste jetzt auseinandernehmen, gucken, woran es liegt. Es kann auch daran liegen, als hat sie gerade mal geleuchtet. Es kann auch daran liegen, weil ich habe jetzt seit über 1,5 Jahren meine SIM-Karte nicht mehr geupdatet und nicht mehr die Gebühren bezahlt. Vielleicht sagt Aldi jetzt, nee, wir betragen deine Daten nicht mehr. Ich weiß es nicht, ich muss auseinandernehmen. So, die Temperatursensoren. Dieses Ding, was ihr hier seht, ist genau das. Das ist ein Messstand, den netterweise die NEW, hier der Mönchengladbacher Versorger, der Hochschule zur Verfügung gestellt hat. Da steht also meine Blumen drauf, 3 dieser kleinen Kisten. Mini Plus heißt das Beutelsystem. Da sind 3 Temperatursensoren drin. Da Einzelsensoren. Bei solchen Dingen, wie sie hier draußen stehen, auf dem Dach, kommt dieser Sensor oben vertikal rein. Damit ich den draußen testen kann, die Daten sollen ja ins Internet übertragen werden, aber ich kann dann nicht alles draußen auf dem Feld bei mobilen Testen, habe ich mir so eine kleine Kiste gebaut. Und so sehen die Kisten immer aus. Das ist eine sogenannte Haushaltsdose, eine Lock-und-Lock-Dose. Mit Füßchen, Loch unten drin, damit ich die Kabel rausführen kann. Sensor angeschlossen. So, und damit ich draußen im Feld gucken kann, funktioniert der Sensor denn, bevor ich mich an weitere Fehlersuche begebe, schließe ich das Ding an eine USB-Station an, dann leuchtet das Display auf. Jetzt muss der Raspberry erstmal hochfahren. Das lasse ich jetzt einfach mal. Ich nehme die mal nicht auseinander, aber ich zeige die Kiste mal ein bisschen näher. So, das, was wir jetzt überlegen, das mit dem Solarpanel als kompakte Kiste aufzubauen. Ich habe mittlerweile viele Messungen gemacht, es ist gar nicht notwendig, das anzustellen. Am besten ist es platt auf. Ja, kriege ich im Jahresmittel den meisten Strom raus. So, man sieht jetzt einen kleinen Nachteil des Raspberry, der muss erst hochfahren, das heißt, das Display zeigt noch nichts an. Ich hoffe, es zeigt aber gleich etwas an. Dass ich mal zeigen kann, wie dieser Temperatursensor funktioniert. So, jetzt sagt er hier, keine Daten. Also er braucht eine Weile, bis er diesen Sensor erkennt.
Kleine Nebenbemerkung, ich habe eben über das I2C gesprochen. Das ist ein Protokoll, mit dem man Sensoren anschließen kann. Ein anderes einfaches Protokoll, mit dem ich Sensoren anschließen kann, ist das sogenannte One-Wire-Protokoll. Ja, wir reden oft über diese Protokolle. Protokolle lernen, viele verschiedene, ist auch ein Thema im Wirtschaftsinformatik. So, mittlerweile sagt er mir hier die Uhrzeit und er sagt mir, er hat drei Sensoren und diese drei Sensoren, die Temperaturen werden hier angezeigt, hier unten in dieser Reihe. Das Ganze geht bis sechs Sensoren, kann der anzeigen. Wenn ich den jetzt eine Weile in der Hand nehme, dann erwarte ich, dass der Sensor mit der Nummer 1 langsam etwas wärmer wird. Allerdings ein Nachteil dieses Aufbaus, das ist etwas träge. Normalerweise nehme ich die Sensoren so in die Hand und hoch. Was passiert hier? Ne? So langsam steigt sie jetzt an. Da ist nicht bei 23 Grad, wo die Hand ist, und 21 Grad haben die anderen. So, ich lasse es mal stehen, kann man sich gleich mal angucken. Ich kann auch dann erläutern, wie das Ganze hier etwas funktioniert. Wir können das auseinanderschrauben, wenn ich hier einen Schraubenzieher habe. Da können wir mal reingucken und uns diese Energiestörung anschauen. Ja, das ist also das Beam-Projekt und wir hoffen, dass wir in Kürze dort relevante Daten erzeugen. Das Ganze ist gefördert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft von der Julia Klöckner. Und ich werde einmal jetzt auf dieses Bienenprojekt klicken, das heißt biene40.de als Wort ausgeschrieben. Da ist es. Hier sieht man so ein bisschen, worum es geht. Vernetzte Sensoren, was rauskommen will. Das Spannende sind, welche Partner sind damit drin? Natürlich die Hochschule Niederrhein. Die Arbeiten kommen aus studentischen Projekten. Na. Und wir haben ein Forschungsinstitut, wo man dann auch als Student schon drin arbeiten kann. Das ist das Forschungsinstitut Chemit. Dann macht mit Bienenland in Willich, das ist eine Großimkerei, und ein Mönchengladbacher Sensorhersteller macht damit. Und die Hochschule natürlich, hier durch das Institut Chemit. So, erste Messergebnisse gibt es auch. So, was man hier sieht, nichts. Warum? Weil die Kiste, die diese Daten erzeugt, steht hier, weil sie im Moment nicht funktioniert. Wie man hier noch sieht, ist die Anzahl der Beuten, wo die Kiste bis vor wenigen Stunden noch stand, etwas angewachsen. Aber das hier, das ist meine Station zu Hause und hier sieht man drei Kurven, nämlich grün, orange und rot. Hier so ungefähr bei 30 Grad. Und was ist dort in der Kiste drin? Genauso ein Temperatursensor. In Längs, der dort das vertikale Temperaturprofil misst und die Außentemperatur auch. Also bei mir sind es jetzt im Moment 17 Grad zu Hause. Die Bienen haben fast 30 Grad, das haben die gern. Genau. So, das ist das Projekt Biene 4.0. Ist da noch viel Klausel? Nein, ich bin jetzt fertig.